Das ist eine Winkelschiene für die Panasonic, für die GH5. Ich selber habe leider keine GH5 hier vor Ort, aber ich dachte mir, ich halte euch die Schiene trotzdem mal hier in die Kamera. Ist einfach für die Leute interessant, die über die GH5 verfügen, die sie also besitzen. Die wissen auch am ehesten, was damit anzufangen. Unten auf der Unterseite haben wir hier eine Schraube, an der die Kamera befestigt wird, logischerweise auch ein Viertelzollgewinde, was dann einfach von unten nach oben geschraubt wird und darüber hinaus hier noch einmal versetzt zwei kleine Ein-Viertelzoll-Gewindebohrungen, damit man die Schiene auch auf einem Stativ oder auf einem Kugelkopf dann einfach versetzt noch einmal anbringen kann. Auf der Unterseite hier die Aussparung, wie man sehen kann, für Batteriefach und alle anderen Fächer, auf die man auch zugreifen möchte, sind also die Aussparungen da. Das heißt, wenn ihr die Karte wechseln müsst oder den Akku wechseln müsst, dann müsst ihr also die Schiene jetzt einfach abnehmen. Das kann man dann einfach hier dran lassen und kann das dann hierdurch einfach dann bedienen. An der Seite auch hier die Befestigung, die man sehen kann, die abschraubbar ist. Also für diejenigen, die vielleicht nur den unteren Teil brauchen, können also hier an der Seite den Seitenteilbereich abmachen. Allerdings Vorsicht, der ist natürlich dafür gedacht, die Kamera einfach hier auf einer dazugehörigen Stativschnellwechselplatte dann vom Querformat einfach ins Hochformat wechseln zu können. Wie man sehen kann, haben wir dann hier auch die Aussparung logischerweise, aber es gibt ja vielleicht welche, die wissen unter euch, dass sie halt eben nur im Querformat fotografieren, dann kann man das hier also auch nochmal dementsprechend abmachen oder anders gesagt natürlich auch einfach die Unterseite abmachen, weil ich jetzt zum Beispiel den ganzen Tag hier einfach nur, ne, wie auch immer. Also ich lasse es dran, also ich würde es dran lassen logischerweise auch, da es ja auch nicht stört. Man kann auch hier durch diese Aussparung dann ganz einfach, ganz normal auf die Kamerafächer, die an der Seite sind, dann mit den ganzen Anschlüssen einfach dann darauf zugreifen. Die ganze Schiene ist sehr hochwertig verarbeitet. Link unter dem Video führt auf die Produktseite im Shop. Da kann man sich nochmal die ganzen technischen Spezifikationen dann einzeln genau durchlesen.